So, hallo Leute und willkommen zum 7. Part von Skyrim. Im vorigen Part haben wir hier die Utgard gefunden und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu dem Zauberer. Ach ja, übrigens, Flominik ist auch wieder dabei. Jo, hallo. Es könnte sein, dass es ein bisschen leckt bei ihm oder bei mir, das kommt drauf an. Ja, wir hatten gerade wieder Disconnect. Aber ich vorhin auch, also. Hiervon, etwas da. Grill, einige Disconnects. Ja. Ich verkaufe jetzt übrigens. Ich verkaufe jetzt übrigens ein bisschen Zeug, da ich nämlich mir einen Brustpanzer kaufen muss, weil ich meinen vorigen verkauft habe. Unabsichtlich natürlich. In der vorigen Folge. Und das war ein guter. Oh Gott, jetzt habe ich sogar in Skyrim noch diesen Pfeil. Und in Skyrim kann ich jetzt nichts verwenden. Und jetzt ist der auf einmal weg. Wie machst denn du das eigentlich, dass der Pfeil bei dir dann weggeht? Oder meinst du... Also, weißt schon, wenn man aus Skyrim rausgeht und wieder rein, dann muss man wieder raus und wieder rein, damit erstmal Skyrim funktioniert. Mhm. Und dann ist oft noch dieser Pfeil... Mhm. Ich habe einfach Steuerung halt entfernen gedrückt und dann wieder hineingetappt. So hat es bei mir funktioniert. So, ich kaufe mir jetzt übrigens, wie gesagt, noch eine Brustrüstung beim Schmied. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Okay. So. Ich habe übrigens gerade eine Quest geladen. Schisch! Oh mein Gott, der hat voll das gute sind Orichialumbaren gut? Ja, für die Orkrüstung brauchst du die. Das ist natürlich nice. Ich glaube, die werde ich mir mal zulegen. Stahlbarren brauche ich nicht unbedingt. Eisenbarren. Ich habe viel Eisenbarren, die könnte ich eigentlich verkaufen. Ah, ist doch egal. Ich kaufe mir jetzt erstmal die Brustrüstung. So. Oh Gott, wie soll ich dieses Schloss jemals aufbekommen? Habe ich jetzt schon angezogen? Warte. Orkische Schild. Was? Oder Schaden austeilen. Ist einfach nicht da. What the fuck, warte, ich geh kurz mal raus. Irgendwie. Ja. Ich verstehe es nicht. Was denn überhaupt? Ja, ich habe mir... Alter, was ist los? Ich habe mir gerade eben die Rüstung gekauft. Sie ist einfach weg. Also, ich habe sie mir gekauft. Und sie ist einfach weg. Also, ich habe das Geld nicht zurückbekommen. Sie ist einfach weg. Adrien Avenicki fertigt die meisten unserer Nice. Zerschmettern, wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen. Ich lade noch mal kurz den letzten Spielstand, denn auf sowas habe ich eigentlich keinen Bock. Boah, wie groß die Spinne einfach ist und ich habe die einfach one-hitted. Oh Gott, die sind so grauselig. Oh ja. Du bist ein Troll. Juhu. Granatstein. Wieso hat eine Spinne einen Granatstein bei sich? Ich verstehe nicht, warum sie Silberringe haben. Das sind Hühner. Ich verstehe nicht, wieso die generell irgendwie Loot bei sich haben. Außer dieses Gift. Mhm. So, ich bin jetzt wieder beim Gemischtwarenhändler und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert und es nicht einfach verschwindet. Und ich hoffe, dass Skyrim jetzt mal nicht abkackt beim nächsten Mal. Ach so, das ist sein Zeug, ich dachte schon. Es ist saukomisch. Ich habe übrigens wieder dieses Mörder Fußrodar drinnen. Richtig nice. Glaube ich dir. Kann man die richtig toll vergewaltigen.
So, jetzt habe ich wieder genug Geld. So. Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, ganz ehrlich, dann beende ich einfach den Part. Denn nach sowas habe ich einfach keinen Bock, dass ich einfach grundlos Geld verliere. Und ich habe ja nichts an, wie man sehen kann. Ich bin nackt. Wieso eigentlich komplett? Eine Hose hatte ich doch. Ich glaube, Skyrim mag dich nicht. Ich könnte mir eigentlich auch Waffen schmieden. Ich brauche auch eine Hose. Ich bin so nackt. So, gekauft. Gut. Ist es normal, dass man... Jetzt habe ich sie! ...beim Truhen öffnen nach rechts gepackt wird? Oder eigentlich ist es ja eher das Schlimme, dass ich... immer wenn Dietrich spricht, rausgehe aus dem Thron öffnen. Bisschen nervig. Ich weiß, was mein Fehler war. Ich wollte es immer gleich ausrüsten, aber da hat es einfach automatisch verkauft, wenn ich drauf geklickt habe. So ziemlich alles, was ihr braucht. Juhu, schon mal der Fail des Parts, vermutlich. Richtig dumm. Oh Gott, dieses scheiß Schloss. Es ist... Das habe ich mir auch schon oft gedacht. Manchmal wusste ich einfach nicht, wie ich reinkommen sollte. So, endlich, Mann. Jetzt habe ich aber noch immer keine Hose an, oder? Und, wow, es hätte sich gerade fast aufgehangen. Oder? Habe ich schon eine Hose an? Nope, habe ich nicht. Oder? Warte. Ups. So, das ist eine Krabbe, die wird jetzt erstmal richtig hart geschlagen. Nee. Ja, so eine Halbhose, egal. Ich mache das jetzt mal kurz. Ich gehe jetzt zur Drachenfeste und dann müssen wir gegen den Drachen kämpfen. Das ist übrigens, ist, glaube ich, der vierte Aufnahmeversuch von diesem Part. Da einmal war, hat es falsch aufgenommen. Das andere Mal waren nur Fails. Noch ein anderes Mal hatte ich das wieder mit der Rüstung verkaufen, da. Und dann war Flominix Internetverbindung weg und dann hat es auch irgendwie den Part falsch aufgenommen, also irgendwie war die Audiospur nicht dabei, aber jetzt funktioniert es, habe eine Probeaufnahme gemacht und ich hoffe, dass es jetzt wieder geht. Und was machst du gerade so, wo bist du gerade so? Ich töte gerade diese riesen Jungle Queens oder wie die heißen, so richtig räudige Spinnen. Mhm, die kenne ich noch gar nicht. Naja, die gibt's auch im normalen Skyrim nicht, nur gemoddet. Wieso tust du dir einen Mod rein, wo du Spinnen hinzufügst? Ich habe eigentlich nur eine Mod hinzugefügt, die eine neue Questreihe dazu macht. Ach so. Weil ich Dunkle Bruderschaft jetzt auch schon seit einer Zeit durch habe. Oh shit, ich habe schon wieder nicht den Timer gestartet. Gefährten will ich nicht machen. Ich schätze mal, du hast jetzt so circa 7 Minuten oder so. Ja, das... Ich mache einfach noch bis 40. Ja, es passt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Denkt nicht mal im Traum daran. Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn so angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal. Jetzt muss ich gerade zum Jarl gehen. Hast du schon deine Spinnen besiegt? Das ist ja toll. Virelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. So, ich muss jetzt auf irgend so ein Schiff rauf. Lass mich doch rein. Er war so schnell, ist das nervig. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er greift... Warte, ich rüste mich mal aus. Ich habe noch nicht mal die Ausrüstung in die Hand genommen. Nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Virelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. So. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut. Sieht übrigens richtig schön aus in Elsewhere, oder wie die heißen. Ja. Also wie der Ort hier heißt. Ich möchte,
Ihr habt Helgen überlebt. Scheiße. Heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Fahrengar. Das beginnt irgendwie keine neue Quest. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum. Und das mache ich jetzt. Und bitte, ja, ich weiß es auch nicht. Aus meiner persönlichen Waffenkammer. Oh Gott. Ich sollte mitkommen. Eisenstiefel. Ah. Die bekomme ich schon zum dritten Mal. Hurra! Und die werde ich auch später verkaufen. Oder findest du das gut? Tragfähigkeit wird um 25 Punkte erhöht. Das ist schon recht sinnvoll, oder? Soll ich die nicht verkaufen? Tragfertigkeit. Keine Ahnung. Tragfähigkeit, wie man sie... Also mehr tragen. Ja, ist mir schon klar, was das bringt. Ja, ist immer gut. Eigentlich schon, ja. So. Ich muss leichte Rüstung oder skillen. Leichte Rüstung oder schleichen noch skillen. Ich habe mir jetzt nämlich so einen Rogue gemacht. Ich muss jetzt wieder zu dem Dingsbums laufen. Wachturm. Beim vorigen Mal sind da einfach nicht die Verbündeten da gekommen, die ich erwarten soll. Das war witzig. Dann bin ich drauf gekommen, dass ich zum Wachturm laufen muss, obwohl da keine Markierung ist. Richtig komisch. Aber na gut. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Third Person. Könnte ich auch mal machen. Hier ist sowieso schön, braucht ein bisschen Überblick. Ach, den könnte ich vielleicht fragen, vielleicht weiß der was. Ich sehe mit Eisenhelm so hässlich aus, also meine Figur. Ich natürlich nicht, ich bin fabulous. Ah, jetzt habe ich eine neue Quest. So, da hinten ist der Turm. Da hinten. Ups. Ich jumpe. Und jumpe. Und Gerd, laufst du mir doch hinterher? Oh, nee, tut sie nicht. Oh, shit. Utgard. Utgard? Wo bist du hin? Atme in dein Mikro. Ah, hier bist du, Utgard. Komm mit. Mann! Was zum... So. Weiter geht's. Wir reisen mit leichtem Gepäck und können in kürzester Zeit fliehen. Wir haben kein Zuhause, das ein Drache. Den Drachen besiegen ist auch das Letzte, was ich in dieser Folge noch mache. Und dann in der nächsten Folge werden wir sehen, was wir jetzt eigentlich mit dem Drachen gemacht haben. Also, was er uns jetzt bringt. Ich weiß es schon, aber ich möchte euch nicht spoilern. Ja. Denn hier bin ich die ganze Zeit gestanden, aber man muss dann hier nach vorne laufen zu dem Turm. Denn erst dann wird der Drache getriggert, der kommt dann von da hinten irgendwo. Ich glaube von da hinten. Wenn ich jetzt da... Ja, jetzt habe ich es entdeckt und jetzt wird der Drache getriggert und kommt gleich von da oben. Das... Ja, ich bin hier gerade in einer etwas dummen Situation. Ich glaube, ich löse das Problem so. Ah, was sage ich denn? Hier ist er. Mit Pfeil und Bogen schieße ich lieber First Person, das ist ein bisschen schwierig. Ich gehe lieber runter. Wir haben da sogar eine Kathedrale. Nice. Erstmal wieder Spinnen töten. Das ist toll. Mann! Ja, finde ich auch. Oh shit.
Serana hat einfach so eine Riesenspinne wiederbelebt. Die hilft jetzt zu uns. Shit! Nice. Yo, ich werde gerade angebrannt. Und ich bin gerade fast tot. Denn ich habe Nahkampf gegen den Drachen gemacht. Mann! That aim. Hm. Boah, der will ja überhaupt nicht down gehen. Erstmal Fußrudder drauf machen. Ah, der ist einfach nur gegen Feuer relativ resistent. Und der Drache ist down. Ja, nice, hab ihn Dovahkiin. Hab ihn einem Headshot gegeben. Drachenschuppen. Ich nehme einfach alles mit YOLO. Kann ich ja verkaufen. So. Man ist den YOLO-Mode am Overloaden. Übertrieben. Er löst sich auf. Shish! Boah, diese Zazilisten sind so nervig. Die kann man irgendwie mit Feuer nicht besonders gut töten. So, Schreie. Unerbittliche Macht. Wusch. Ja, nice. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Bis dann.